Hey Leute und herzlich willkommen zu endlich nochmal einem Video hier auf meinem Channel. Und ich chill mich heute wieder mal auf die Couch und mit der Kamera, Leute. Und ich muss mich erstmal entschuldigen, denn ich habe schon wieder Ewigkeiten kein Video mehr gemacht. Und ja Leute, ich hatte einfach irgendwie nicht so die Motivation und dann war noch Weihnachten und ja, also generell war es auch ein bisschen stressig und deswegen lange Zeit halt kein Video. Aber deswegen jetzt ein Video und Leute, ihr seht es schon oben am Titel. Es ist wirklich was ganz Krasses, was ich herausgefunden habe. Und ich bin da durch Zufall wirklich drauf gestoßen. Ja, das ist absolut neu. Ja, ich habe es aus Amerika. Ich habe es jetzt selbst nicht entdeckt, aber ich habe es in Amerika entdeckt. Und das wissen nur ganz wenige Leute. Das ist ein riesen YouTube-Bug, den es aktuell gibt. Und ich muss den mit euch teilen. Also das ist der absolute Hammer. Und zwar, jetzt haltet euch wirklich fest, wenn man einen abonniert hat und einen dann wieder deabonniert, ja, also die Person, dann bekommt der 2 Abonnenten abgezogen. Leute, also ihr könnt da Minus-Abonnenten mitmachen und ich blende euch hier jetzt mal einen Screenshot ein, da hat ein Kanal Minus-Abonnenten, ja, der hat es nämlich ausgetestet. Er hat einfach Minus-Abonnenten und du kannst innerhalb von Sekunden Tausende von Abonnenten verlieren, indem du einfach das, der hat es in einem Livestream gemacht mit 1000, 2000 Leuten, die dabei waren, die haben alle erst einen abonniert und die hatten so einen Live-Counter und dann haben die den alle deabonniert. Und der hatte das Doppelte an D-Abos wieder gehabt. Und das haben die dann immer wieder gemacht. Und er hat richtig Abonnenten verloren. Irgendwie über 50.000 Abonnenten an dem einen Abend. Also Leute, das ist richtig krass. Und also dieser Fehler, der ist echt ein riesen, riesen Bug. Es kann nicht sein, dass ich einen abonniere und den dann deabonniere, dass er dann minus 2 Abos hat. Das geht ja gar nicht, ja. Also das ist ja völlig... Also, dass sowas YouTube passiert, ist natürlich scheiße und das möchte ich halt deswegen hier in diesem Video erzählen, weil das halt auch irgendwie ein bisschen witzig ist. Aber grundsätzlich, also primär geht es natürlich darum, dass ihr das ein bisschen publik macht, dass YouTube das vielleicht auch irgendwie in welcher Form auch immer irgendwie mitbekommt. Schreibt es auf Twitter, auf Facebook, schreibt ihnen Mails, schreibt ihnen Kommentare, überall, macht Videos drüber, keine Ahnung. Ja, verlinkt das, teilt es oder was weiß ich. Ja, macht's einfach big und sagt euren YouTubern Bescheid, weil viele haben sich ja aufgeregt in der letzten Zeit, dass Abos verschwinden und bei mir ja auch. Ich habe fast 100 Abonnenten, ja, sind einfach weg und das durch D-Abos ja wahrscheinlich. Und das dann einfach immer einer noch dazu gerechnet wird, ja gut, das weiß man ja vorher nicht und deswegen, das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen so viele Abos gelöscht worden sind. Ja Leute, das wollte ich euch einfach mal mitteilen, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer geworden. Ich habe auf jeden Fall noch vor, bald eine Roomtour zu machen, also Leute, ja, ich melde mich immer mal wieder jetzt zurück, aber Gaming ist eher nicht so mehr mein Fall, also ich zocke wirklich selten. Weil, ja, ich einfach wenig Zeit habe und auch nicht mehr so die Lust, muss ich ehrlich sagen. Aber naja, mir macht das jetzt so mehr Spaß, einfach vor der Kamera ein bisschen zu labern. Ist nämlich auch ganz cool. Und Leute, damit bin ich am Ende. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut da rein. Ciao.